Was schreibt er dazu? Was schreibt er dazu? Aber sowas von auf den Punkt. Also der lebt schon so in der Scheinwelt, der ist schon so besessen, weil er jeden Tag auf diese Seiten geht und schaut sich das an, der sagt, sowas von auf den Punkt, das ist das richtige Bild. Ja. Alle Muslime laufen rum und sagen, ey, ihr Schweine, Fleischfresser, ihr. Ja. Dann weiter. Dann schreibt der Nächste, jetzt hört euch das mal gut an, wozu das führt. Und wenn man das weiter so durchgehen lässt, dann kann man sich in Deutschland demnächst, auswandern. Aber das ist ja auch das, was die wollen. Hier. Da ist ja das Ziel. Dann schreibt er hier, Tanner, ich hatte mal vor 2 Jahren 2 nervige Katzen der Nachbarn, die immer die Bewegungsmelder auf unserem Anwesen auslösten, in einer kleinen Raubzeugfalle erwischt und artgerecht entsorgt. Danach war natürlich erstmal das Geschrei groß und alle Welt suchte nach den geliebten Katzentieren. So etwas könnte ich mir auch für die Neger vorstellen. Cool, ne, oder? Und was schreibt er dann darauf? Dann kommt der nächste Kommentar. Siangelo. Entsorgt als Döner. Ach ja, und entsorgt als Döner. Also er will dann direkt auf die Türken anspielen. Ach ja, und Neger darf man ja auch nicht mehr sagen. Das ist nämlich diskriminierend. Er meint das ironisch. Dann runter vom Schiff mit dem Gesindel, denn Fische haben auch Hunger. Und bitte nicht allzu gründlich nach den über Bord gegangenen suchen. Cool, ne, oder? Ja. Und Pierre Vogel ist ein Hassprediger, ne? Ja. Dann der Nächste. Jetzt pass auf. Wir sind ja ehrlich. Es kommen jetzt auch einige Stimmen, die dagegen sprechen. Die sagen, hör mal, du mit deinen Katzen, das finde ich aber nicht gut, was du gesagt hast. Die meisten sagen allerdings, die armen Katzen. Die armen Katzen, sagen die meisten. Also da siehst du schon die Mentalität. Die armen Katzen, jetzt guck. Tanner. Was schreibt der hier? Guck mal. Sotolep. Das mit den Katzen finde ich fies. Das mit den Katzen finde ich fies. Aber das mit den hier, in Anführungsstrichen Negern, wie er geschrieben hat, ja, er hat gesagt, finde ich nicht fies. Und jetzt schreibt, guck mal, was er schreibt. Wir geben uns vorne rum, geben wir uns freundlich, aber hintenrum sind wir angeblich anders. Hier, hör mal. Und es sind genau diese Art von Kommentaren, die es verhindert, dass die politische Mitte sich traut, unsere Analysen und Beobachten gründlich zu hören. Ja, eure Analysen und Beobachtungen, die wollen wir ehrlich nicht hören. Gründlich zu hören. Manchmal denke ich, dass es für die Muslimfreunde das Einfachste ist, uns zu diskreditieren, indem sie solche Provokateure einschätzen, Kommentare schreiben, die abschreckend sind. Und viele neugierige Leser sind angewidert, weil ihr humanistisches Denken zu sehr strapaziert wird. Also das wird nur zu sehr strapaziert, ja, dann. Und so, sie benötigen 2500 Zeilen, um ihre obrige Äußerung zu rechtfertigen und Zusammenhänge aufzuzeigen, die einer Art, die einer intelligenten Gesprächskultur angemessen ist, ohne sich im Ton zu vergreifen. Denn es kommt nicht nur darauf an, so jetzt, pass auf, es kommt nicht nur darauf an, was man sagt, sondern auch wie man es sagt. Also was er gesagt hat, ist eigentlich nicht so schlimm, aber wie er es sagt. Und weil es der Mission schadet, sollte man es besser nicht erwähnen. So, dann. Politische Arbeit sieht anders aus als Sie, Herr Tanners, oben schreiben. Ihre 7 Zeilen können dafür sorgen, dass interessierte Leute für ein Jahr diese Webseite nicht mehr anklicken. Also deswegen schreib sowas lieber nicht, sonst kommen die Leute ja nicht auf die Seite und werden mit demselben Zeug geimpft. Und es ist interessant, dass die Anti-Islam-Bewegung nach so vielen Jahren mit so vielen klugen Leuten an Bord, so kateotisch und bla bla bla. So, und jetzt schreibt er, jetzt guck, jetzt kommt das wahre Gesicht zum Vorschein. Ich mag Katzen und bin sauer über ihr Verhalten. Das unter anderem verschiedene BRD-Gesetze BRD bricht. Seien Sie gewiss, wenn das meine Katzen wären, würde ich Ihnen zeigen, was Rambo im Handschuh hat. Die Polizei rufen dann und zieht mich in politisch reden die nächsten 20 Jahre nicht mehr. Dass Sie dies für die Piraten vorschlagen, jetzt guck, also für die Neger in Anführungsstrichen, ja, können Sie sich in Ihren Gedanken vorstellen. Ist nicht so schlimm. Wir sind ein freies Land. Das haben wir gemerkt. Doch dies hier zu äußern, ist unprofessionell und beweist der Bewegung einen Bärendienst. Cool, oder? Also du kannst dir ruhig einen Gedanken vorstellen, den Muslim mit der Bärenfalle zu entsorgen. Da kannst du dir ruhig vorstellen, wir sind wahres Land. Aber das solltest du nicht sagen, denn das erweist der Aktion einen Bärendienst. Super, ne? Stell dir vor, so etwas hätten wir auf unserer Internetseite.
Jetzt kommt aber der Konter. Jetzt schreibt er auf den Kommentar, ja, ja, sonst doch Probleme. Auch ich liebe übrigens Katzen. Moslems sind indessen keine Katzen, sondern Islam-Nazis. Islam-Nazis gehören raus aus Europa und aus der ganzen westlichen Welt. Alle. Ausnahmslos. Cool, ne? Oder? Der nächste schreibt, die hätte man an Ort und Stelle hinrichten müssen. Und es geht weiter und es geht weiter. Der nächste Kommentar. Also das sind nur einige Leckerbissen. Da findest du jeden Tag solche Leckerbissen. Und du kannst dir vorstellen, jemand, der jeden Tag auf diese Seite geht und sich dieses Zeug reinzieht, was wie der nach einem Jahr denkt. Hier, guck mal, ich bin auch dafür, dass möglichst viele konvertieren. Guck mal jetzt. Dann hole ich mir ein paar Schlampen von der Antifa als Haus- und Hofnutte und verprügel sie jeden Tag mit dem Gürtel. Der Koran macht's möglich. Hehe. Guck mal. Guck mal, was für ein Hass. Guck, guck. Unglaublich. Die macht die Täter zur Opfermentalität, gleich eine Gehirnwäsche, Großteil unser und so weiter und so weiter. So, dann zum heutigen Zeitungsbericht. Es wurde heute ein kleiner Bericht geschrieben in der Zeitung. Was mich wieder wundert, ist kein negativer Bericht. Ist ein normaler Bericht. Nur das ist das, was ich meine. Es kann niemals positiv geschrieben werden. Guck mal. So, er schreibt hier, also, dass wir heute eine Kundgebung haben und so weiter und so fort. Ja, und dann schreibt er am Ende, in dem Internet verbreiteten Aufruf des Kreises um Vogel heißt es, wir zählen auf jeden Muslim an diesem Tag, um zu zeigen, dass wir die Ungerechtigkeiten satt haben. Warum hat er nicht noch den Satz danach mit reingebracht? So ist es neutral, so ist der Bericht neutral. Warum hat er nicht danach noch den Satz mit reingebracht, den wir gesagt haben? Wir zählen auf jeden Muslim an diesem Tag, steht im Internet, geht rein, schaut sich an. Wir zählen auf jeden Muslim an diesem Tag, um gemeinsam aufzuzeigen, dass wir die Nase voll haben und dass wir friedliche Absichten haben. Wir möchten darauf hinweisen, dass die Kundgebung friedliche Absichten hat und dass wir uns von jeglicher Gewalt distanzieren. Wir bitten euch um vorbildliches Benehmen, um höfliche Begegnungen mit der Bevölkerung dieser Stadt. Warum hat er das nicht schon mit reingeschrieben? Wäre ein positiver Bericht gewesen. Schade. Man hätte heute die Möglichkeit gehabt, das Gift, was hineingestreut wird, das Gift gegen das friedliche Zusammenleben zwischen Muslimen und Nicht-Muslimen, man hätte es heute etwas entgiften können, wenn man den anderen Satz, den wir erwähnt haben, auch noch mit hineingebracht hätte. Jetzt wollte ich euch noch was Schönes vorspielen. Was ganz Schönes. Damit man mal sieht, ich wollte mal was fragen, wenn ich mich in Deutschland auf die Straße stellen würde und ich würde sagen, beispielsweise, nicht, dass jemand falsch versteht von den Christen, ja, ich würde mich in Deutschland auf die Straße stellen, in einer Kundgebung, ich würde sagen, im Christentum, weil es gibt sehr viele Straftaten, sehr viele Kinder werden vergewaltigt, das ist eine Tatsache. Ja. Wenn ich sagen würde, im Christentum, derjenige, der seine Tochter vergewaltigt, kriegt die höchste Stufe im Paradies. Und derjenige, der seine Tochter vergewaltigt, der hat eine geehrte Stellung bei den Christen. Und der das macht, der ist ein super Typ. Und glauben Sie nicht, dass das nicht vom Christentum wäre. Denn in Deutschland, wer seine Tochter vergewaltigt, kriegt manchmal nur so und so viele Jahre Knast. Was würde man sagen? Man würde sagen, bei so einem Lügner muss man das Maul stopfen. Würde man sagen. Man würde sagen, ein Hetzer, ein Hassprediger. So, jetzt hört euch mal an, was man über den Islam so erzählen kann. Hört mal zu. Damit kann man in Deutschland auf die Straße gehen. Glauben Sie auch, dass Ehrenmord nichts mit dem Islam zu tun hat? Natürlich hat er mit dem Islam zu tun. Er ist Teil der Scharia-Gesetze. In Jordanien, Iran, Ägypten, Syrien, Marokko, Palästina,